Hallo, hallo, liebe Bastler. So, willkommen zu meinem nächsten Video. Heute ist ein 2-in-1 Video. Und was genau dies bedeutet, was das genau für eine neue Serie ist, das erzähle ich Ihnen jetzt. Also dranbleiben. So, meine Lieben, dann schauen wir uns jetzt an, was dieses neue 2-in-1 Video bedeutet. Und zwar habe ich mich dazu entschlossen, dass ich meine Wochenprojekte, also diese Projekte, die ich am Dienstag und am Donnerstag in live präsentiere, mit Ihnen am Samstag in einem schnelleren Video durcharbeite, ohne dass das Ganze live ist. Also ein bisschen eine schnellere, knackigere Variante. Und so hoffe ich, dass ich alle meine Zuseher, die jetzt nicht gerade zu live Zeit haben oder die jetzt live einfach nicht ganz so super finden, weil es immer ein bisschen langwieriger ist und ein bisschen mehr Geplauder ist, dass ich auch für die schönen Wochenprojekte trotzdem zur Verfügung stellen kann und denen zeigen kann, wie wir sie gebastelt haben, ohne dass sie sich den ganz langen Live-Teil anschauen müssen. Von daher habe ich mich für diese Variante entschieden und ich hoffe natürlich, dass das sehr gut bei Ihnen ankommen wird. Ja, und heute starten wir also mit den ersten zwei Projekten dieser Woche, die eigentlich zusammengehören und ein Projekt sind. Und zwar habe ich am Dienstag mit den Mädels diese Karte gebastelt, Mädels und Jungs, also muss ich eigentlich sagen. Und zwar ist das eine sogenannte Akkordeonkarte. Die ist wirklich super, super easy zu machen und hat eine unglaublich gute Wirkung. Ich habe bei dieser Karte noch ein Extra eingebaut, das heißt, sehen Sie jetzt gleich im Video, wie das Ganze funktioniert. Und zwar habe ich mir überlegt, ich möchte gerne, dass da drinnen ein Geldfach ist. Wie genau das läuft, sehen Sie jetzt, wie gesagt, gleich im Video. Ja, und am Donnerstag haben wir dann dazu passend die Geschenksverpackung gebastelt, also den Karton, wo man das Ganze schön reingeben und verschenken kann. Heute habe ich noch eine zweite Alternative dazu, also der Karton wird dasselbe sein, aber der Verschluss ein anderer. Am Donnerstag haben wir darum einfach nur eine Masche gebunden, was genauso wunderschön ist. Und heute habe ich noch eine zweite Variante als Verschluss, die eine unserer Mitbastlerinnen gebastelt hat und das hat mir total gut gefallen und das erzähle ich Ihnen jetzt im zweiten Teil vom Video dazu. Okay, schön. Am Dienstag habe ich dieses Video schon vorab gedreht. Heute machen wir eben, wie gesagt, jetzt den zweiten Teil. Dann werde ich zwei Videos miteinander verbinden, zusammenschneiden, dann hochladen und dann gibt es für Sie ein schönes, knackiges Video. Und wir starten jetzt mit dem ersten Teil und zwar mit dieser Karte. Und Sie sehen jetzt praktisch, wie sie entstanden ist. So, meine Lieben, dann fangen wir an mit dieser Akkordeonkarte. Und zwar braucht man einen Farbkarton in den Maßen 15×15 cm. Dann habe ich mir als Aufleger in meinem Fall jetzt Flüsterweiß ausgewählt, weil ich finde, dass mit dem Papier von ewigem Grün total schön zusammenpasst. Und den habe ich mir zugeschnitten auf 14,7×14,7 cm. Zumindest, soweit ich das im Kopf habe, mal schnell nochmal gucken. Nein, 14,6×14,6. Und dann habe ich dort noch den Aufleger in Designerpapier mit 14,3×14,3. Okay, alle Maße zu diesem Projekt finden Sie wie immer auf meinem Blog. Und der Blogbeitrag ist unter der Video unter dem Video verlinkt in der Infobox. Okay, dann braucht man für das Geldfach einen Farbkarton in den Größen 7×7 und auch da braucht man wieder einen Aufleger dazu, aber schauen Sie wegen die Maße wirklich am besten auf meinem Blog, dann brauche ich jetzt nicht alle Maße nochmal extra durchgehen und ich glaube, das ist dann auch netter zum Basteln. Da kann man sich das alles vorher schön vorbereiten und dann kann man in einen Rutsch die Karte durchbasteln. Wir brauchen auf jeden Fall einen A4-Bogen und wir brauchen nur diverse andere kleine Designerpapiere und auch Flüsterweiß. Okay, dann würde ich sagen, jetzt starte ich mal los und zwar am liebsten mit dem ganz großen Papierbogen und den schneiden wir uns zu auf 20 cm Breite, lassen ihn aber in der Länge ganz. Also wir nehmen ihm eigentlich nur einen Zentimeter weg. Legen das da schön bei 20 cm an. Und dann werden wir den ganzen Farbkarton einmal falzen und erst dann teilen wir ihn auf in die verschiedenen Streifen, weil dann sind automatisch alle Streifen schon gefalzt. So, zum Falzen verwende ich immer am allerliebsten das Simple Scrot Falzbrett
Einfach deshalb, weil es dann ganz exakt wird und ich nicht lange überlegen brauche. Das finde ich funktioniert einfach total super und das sollte man einfach haben. Und zwar mit der metrischen Aufteilung, eh klar. Also wir arbeiten ja in Zentimeter und von daher, falls wir jetzt die erste Linie bei 5 cm, also wir ziehen da eine schöne Rille bei 5, die nächste ziehen wir uns bei 10. Upsasa, abrutschen wäre nicht so gefragt. Die nächste ziehen wir uns bei 15, dann bei 20 und bei 25. Also sprich, wir falzen alle 5 cm durch. Und das war es dann auch schon. Das ist eigentlich das ganze Hexenwerk bei dieser Karte. Also es ist wieder mal wie immer. Es schaut super aus und ist ganz, ganz easy zu machen. Okay, dann werden wir uns das gute Teil jetzt durchschneiden. Und auch da schneiden wir uns wieder alle 5 cm runter. Also wir kürzen oder wir vierteln uns jetzt das Papier sozusagen. Immer so ein 5 cm Streifen. So, da. Und noch einmal. Gut. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir auch schon anfangen, die Farbkartonstreifen zu knicken. Und zwar wie ein Akkordeon, so wie, wie der Kartenname das schon sagt. Und jetzt ist es ja so, wir haben ja jetzt das oberste Feld. In meinem Fall ist es jetzt, glaube ich, das oberste. Jetzt muss ich da gerade schnell einmal messen. Ja. Das oberste Feld ist jetzt das Feld, das am kürzesten ist. Weil wir haben ja über die A4-Länge haben wir ja nicht 30 cm zur Verfügung, sondern nur 29,85. Und von daher haben wir da jetzt alles schöne 5 cm Felder, aber ganz zum Schluss haben wir nur noch 4,7, 4,8, so in dem Dreh. Und auf diese Felder, da machen wir uns einfach mit einem Bleistift ein X drauf. Also die bleiben über, da machen wir nichts drauf, das sind die, die wir dann drunter reinkleben. Und wenn wir sie dort schon mal liegen haben, dann können wir uns da schon einmal bei alle die Mitte markieren. Das heißt, wir legen sie uns genau so her, dass die X'e alle da vor uns liegen, aber mit der Rückseite sozusagen. Und markieren uns da die Hälfte und das ist ja bei einem 5 cm Streifen logischerweise 2,5. Ich lege mir das ja immer am allerliebsten da bei meiner 20 cm Rille her. Jetzt schiebe ich das gerade mal ein bisschen höher, dass man das sieht. Das ist so quasi immer meine Mitte. Und damit lege ich mir es so her, dass da bei 17,5 ist und da bei 22,5. Und damit weiß ich, da bei 20, da ist genau die Mitte. Und das mache ich mir jetzt bei alle. Den lege ich mir da gerade her und markiere mir da meine Mitte. Machen wir jetzt kleiner beim nächsten. Sind wir da. Und noch beim letzten. So. Damit haben wir uns da jetzt schön die Mitte markiert und dasselbe können wir jetzt eigentlich noch gleich machen bei unserem Flüsterweißpapier. Und das Flüsterweißpapier, haben wir ja gesagt, das hat 14,6. Das heißt, da ist, jetzt drehen wir es gerade schnell auf die Rückseite, da ist jetzt die Mitte bei 7,3. Ja genau, 7,3 und 7,3 ist laut Adam Riese 14,6. Und das machen wir jetzt auch rundherum, das heißt auch da markieren wir uns die Mitte von 7,3 immer. Mal da schnell auflegen und gucken und anzeichnen. Einmal rundherum. Und dann noch einmal 7,3. Sehr gut. Und jetzt werden wir uns das Ganze einfach mit einem Geodreieck verbinden. Diese Mitteteile da. So. Und damit haben wir das jetzt alles schon wunderbar vorbereitet für unseren Zusammenbau der Karte. Ganz perfekt. Okay. Gut. Soweit so gut. Jetzt können wir da die Teile schon einmal knicken. Und zwar der erste, also da wo es X ist, der wird nach innen geklappt. Und dann in Wirklichkeit nur noch ziehharmonikaförmig hin und her.
Also das kann man jetzt einfach so einmal durchknicken, mit dem Falzbein drüber rubbeln. Und das machen wir jetzt bei alle gleich. Also da, wo es X ist, nach innen. Und dann geht es schon los. Kann man sich schon schön knicken. Schauen, dass sie schön übereinander liegen. Und den nächsten. So, voilà. Und den letzten. So. Okay. Gut. Dann haben wir das. Und dann werden wir uns jetzt die Felder bekleben. Und zwar legen wir es uns jetzt so her, dass die X wieder zu uns schauen. So, das ist da wunderbar sehen. Und dann können wir uns die Designerpapiere aufkleben. Und bei den Designerpapieren ist es jetzt so, ich habe mich ja für Grüner Garten entschieden. Und bei Grüner Garten, da hat das Designerpapier eine Wuchsrichtung. Also da wachsen ja die Blätter sozusagen nach oben. Und dementsprechend habe ich da natürlich auch geschaut, dass ich mir den Streifen, den ich da auseinandergeteilt habe, auch genau so aufgelegt habe, dass wenn ich das jetzt da so drauflege, eins höher, dass das dann auch immer stimmig ist, so miteinander. Jetzt muss ich da ganz kurz einmal überlegen, wenn jetzt das so unten reingeht, dann muss ich mir das Ganze umdrehen. Genau, ich muss es so hindrehen, dass das X auf der Unterseite ist. So muss es sein. Und so müssen wir das Designerpapier draufkleben. Nur damit das auch alles seine Richtigkeit hat. Das muss natürlich so rumgehen. Genau, okay. Und so klebe ich mir jetzt die Designerpapiere auf. Also die X soll man nicht sehen, sondern unsere Mittelmarkierungen müssen wir sehen. So muss es liegen. Und so legen wir uns das Ganze auf. Die Mittelmarkierung ist natürlich unten. Das heißt, wenn ihr Wuchsrichtung habt, dann soll es von der Mittelmarkierung weg nach oben wachsen. Wenn ich das nicht habe, dann ist es eh wurscht. Dann kann man es kleben, wie man möchte. Und ganz den ersten Teil, da wo eben die Markierung drauf ist, den lassen wir frei. Also da kleben wir nichts drauf. Und den dritten Teil auch. Also wir lassen einen frei, bekleben zwei, lassen einen frei und bekleben zwei. Und genau so werden wir das jetzt machen. Und ich lege mir sie immer am liebsten einmal alle vorab schon mal drauf. Dann sehe ich schon, was wohin gehört. Und dann passieren mir da keine Fehler mehr. Okay, gut. Jetzt klebe ich das Ganze mal und dann schauen wir in Ruhe, wie es weitergeht. So, die Designerpapiere sind jetzt alle beklebt und man sieht schon sehr schön, also der Musterverlauf ist jetzt ganz wunderbar gegeben. Also wenn man sich das vorher auflegt und nochmal, bevor man es anklebt, kontrolliert, dann funktioniert das eigentlich in der Regel wirklich sehr, sehr gut. Okay, so weit, so gut. Jetzt ist der nächste Schritt, dass wir diese Flächen noch bekleben. Und das sind jetzt Flächen, wo Flüsterweißpapier draufkommt mit einem Spruch. Und den müssen wir uns natürlich stempeln. Ich habe mir ja zu dieser Karte heute drei verschiedene Stempelsets rausgesucht. Und zwar zum einen schönster Geburtstag, weil ich da das alles Gute und heute bist du das da verwende. Und für die Verpackung, beziehungsweise bin mir noch nicht ganz sicher, ich glaube eher für den Innenteil verwendet man das alles Liebe und den schönsten aller Geburtstage. Dann habe ich mir dieses Blatt rausgesucht, um bei denen noch kleine Akzente hinzustempeln. Und ich habe mir rausgesucht besondere Momente, das ist einfach für mich eines der besten Stempelsets von den Sprüchen her. Und da finde ich, da gehört einfach nicht das dazu, besondere Momente sind immer ein Grund zum Feiern. Diese Stempelabdrücke habe ich mir also rausgesucht und einen schönen Geburtstag. Genau, das habe ich auch noch genommen. Das ist der. Also, wir haben jede Menge Stempelabdrücke heute. Und von den Farben bleibe ich jetzt ganz passend zu dem Designerpapier und zwar in Farngrün und in Gartengrün. Und die beiden Stempelsets werden wir jetzt verwenden. Dann gebe ich mir gerade noch ein kleines bisschen Schmierpapier drunter, damit ich da gut über den Rand rausstempeln kann. Und dann legen wir auch schon los.
Ich beginne also jetzt mit dem, besondere Momente sind immer ein Grund zum Feiern. Und den stempel ich mir da jetzt auf meine erste Karte drauf. Mal schauen, dass ich da einigermaßen gerade komme. Ja, ist okay. Gut, das ist Nummer 1. Der füllt jetzt für mich schon so viel Platz aus, den lasse ich genau so, wie er ist. Dann nehme ich mir den Nummer 2 mit dem Alles Gute. Auch den stempel ich mir in Gartengrün ab. Und auch da versuche ich einigermaßen gerade zu kommen. Auch das ist okay. Und auch den, glaube ich, lasse ich genauso. Ich glaube, da mag ich gar keine Blätter mehr dazu haben. Dann kommt, heute bist du der Star. Und auch den werden wir da drauf stempeln. Und da bin ich beim Überlegen. Ich glaube, den mache ich glatt schräg. Das finde ich gerade witzig, wenn nicht alles ganz gerade ist. Und da stempel ich mir jetzt auf jeden Fall noch Blätter dazu. So einmal da unten rein und einmal so von oben her. Genau. Wunderbar. Und dann verwenden wir noch den schönen Geburtstag. Einen schönen Geburtstag. Und den stempeln wir auch da so ungefähr mittig. Und auch da setzen wir uns noch ein paar von den Blättern dazu. Da mache ich es jetzt andersrum. Auch wieder da so von oben rein. Sehr gut. Okay, damit haben wir zwei mit Blättern und zwei ohne. Passt super. Das sind also die 4 für meinen Akkordeoneffekt. Und dann habe ich für unten, für die Mitte, wo ich das Geldfach habe, da möchte ich den ganz großen Spruch drinnen haben. Zwar auf der Verpackung auch schön, aber ich finde, wenn der so unten in der Mitte drin ist, finde ich den nur mal ganz lässig. So, der passt da so gerade und gerade drauf, sollte gerade ganz gut noch hinhauen. Gut andrücken. Wunderbar. Wie schön der Abdruck ist, oder? Ich finde es so mega, total schön. Und der kommt dann da drauf. Und das wird unser Geldfach, sozusagen unten in der Mitte. Ja, okay. Gut, das war es einmal vorerst von der Stempelarbeit. Und dann können wir die Dinger jetzt auch schon zusammenkleben. Und im Zuge dessen sage ich Ihnen jetzt noch gleich, was ich da schon vorbereitet habe für oben für die Mitte. Und zwar habe ich da zwei längliche Streifen vorbereitet mit Designerpapier und auch die werde ich mittig aufkleben. Also die Designerpapiere auf die Streifen. Und dann habe ich mir da noch so ein Kreise-Potpourri zusammengesucht. Und zwar aus einem Wellenkreis, einem flüsterweiß normalen Kreis und dann noch ein Stück Designerpapier. Und das war so oben drauf in der Mitte der Lift-Up, also der Zugeffekt sozusagen. Und das werde ich mir auch schon miteinander verkleben. Na, gar nicht wahr? Da verklebe ich mir nur die zwei und den lasse ich nur so. Und das bereite ich jetzt alles nur vor und dann gucken wir, wie es weitergeht. Auch das werde ich schon mal zusammenkleben. Gut, dann schauen wir, wie die nächsten Schritte sind. Alles klar. So, jetzt ist fertig geklebt. Und jetzt werden wir als allererstes uns um diesen Mittelbereich kümmern, beziehungsweise um dieses Kartal, was ich ja da schon vorbereitet habe. Und die Idee hinter dem Kartal ist, ich möchte gern das auf meinen Mittelteil innen reinkleben, aber nicht nur reinkleben, sondern ich möchte gerne, dass das auf zwei Seiten offen bleibt, so dass man da noch wunderbar Geld reinstecken kann. Also ich habe ganz viele Kundinnen, die total gern mögen, wenn irgendwo noch eine Möglichkeit ist, Geld mit zu verschenken. Und das finde ich dann immer gerade so total geschickt. Und von daher mache ich jetzt einfach nur auf denen beiden Seiten am Rand heraus einen Kleber, setze mir da das Ganze auf Spitz sozusagen, lege mir das da wieder auf meine Linie und damit kann ich mir das jetzt da einigermaßen mittig ausrichten. Es ist ja nicht ganz, es ist ja nur so Daumen mal Pi, es wird immer gut ausschauen. Und da setze ich mir das jetzt rein und drücke es mir da gut an und durch das, dass jetzt nur da und da Kleber drauf ist, kann man dann da seitlich noch ganz wunderbar Geldscheine reinstecken. Und das wird dann auch sehr, sehr gut halten. So.
Okay, jetzt sind wir natürlich noch in der glücklichen Lage, dass man da jetzt noch ganz gut Klimbim draufsetzen kann. Das heißt, das nütze ich jetzt, dass ich da noch richtig gut zukomme und da so richtig schön noch ein bisschen Steinchen verteilen kann. Ein bisschen Glitzer, Glitzer geht immer. Sehr gut, gerade so ein bisschen. Okay, gut. So, dann ist der nächste Schritt. Jetzt drehen wir uns das Ding um. Und Sie wissen ja, da haben wir ja unsere Kreuzlinie drauf markiert. Und da drauf kommen jetzt sozusagen hinten, diese Teile werden jetzt da an der Unterseite befestigt. Und jetzt erschließt sich auch, warum wir da diesen Teil da markiert haben. Und zwar deshalb, weil der jetzt da genau schön mit dieser Linie zusammentrifft. Und wenn er da schön abschließt, dann ist das perfekt. Also noch leichter kann man das gar nicht einrichten, das gute Ding. Und von daher, würde ich sagen, kleben wir das jetzt gleich an. Ich setze also mir jetzt da alle vier Teile hinten einfach so drauf. Ich gebe da ein bisschen Dombo drauf, setze das da an. Und wenn ich das gemacht habe, dann schauen wir, wie es weitergeht. Meine vier Teile sind also jetzt angeklebt. Und man sieht schon, das geht jetzt wirklich sehr, sehr schön. Also man sieht da ganz schön das Kreuz und alle Markierungen, die sich da eben schön treffen. Wichtig ist beim Ankleben, dass Sie immer noch darauf achten, dass Sie es da dann auch wirklich schön flach randrücken können an die Karte. Also dass es da schön abschließt an der Kante. Ja, und wenn es das macht, dann ist alles wunderbar. Dann können wir da einfach nur einen Dombo auftragen und den Teil auf die untere Platte sozusagen draufkleben. Und dann haben wir das ganz, ganz perfekt abgeschlossen und haben da einen schönen Aufleger. So, jetzt mal schauen, dass das da einigermaßen schön mittig drauf kommt. Kann man ja da jetzt sehr, sehr gut halten. Der Rand ist ja sehr klein, also der ist jetzt nicht besonders riesig. Jetzt 2-3 mm. So, dann schieben wir uns das da dank Dombo noch ein bisschen zurecht. Genau, dann können wir das Ding komplett aufklappen. Man kann es noch richtig schön andrücken. Schau, dass das da richtig gut sitzt und klebt. Ein bisschen anruppeln rundherum. So, kann man auch gerne das Falzbein noch verwenden, dass man es gut andrückt. Das ist nie ein Fehler. So, und eben wie gesagt, da haben wir unsere Ecke zum Aufmachen. Und wer möchte, kann sich die Ecke da oben auch anschrägen oder abrunden oder wie auch immer. Das klar ist, da geht es auf. Ida merkt man das so, also für mich ist das so logisch. Und ja, von daher lasse ich meins jetzt gern so. Okay, und da kann man jetzt schon sehr schön die Seitenteile reinstülpen. Und das erschließt sich jetzt schon sehr, sehr schön, wie das Ganze werden wird. Okay, gut. Jetzt kommen wir mal zu den zwei Teilen, die ich da schon vorbereitet habe. Ich habe da ja schon das Designerpapier draufgeklebt. Und da drauf setzen wir uns, also das setzen wir uns jetzt zum Kreuz zusammen. Und das funktioniert eigentlich auch wieder am einfachsten, finde ich, indem man das Ganze da oben ansetzt. Und zwar genau da, wo da auch die Kreuzlinie ist. Und nachdem die Teile 8 cm lang sind, sieht man ja schön, dass das da bei 16 und bei 24 sein muss. Das heißt, man kann sich das zum Beispiel so da ansetzen und an dieser Linie entlang da herauffahren. Und dann ist es so, dass der Designerpapierstreifen hat 2 cm. Das heißt, der sitzt wieder schön an diesen Linien an. Und da hat man es eigentlich ähnlich. Das heißt, da kann man sich ja sowieso sehr gut auch an dem an denen Kastal da orientieren. Man kann sie sogar durchzählen, wenn man das gerne möchte. Also man hat jetzt da 2, 4, nicht ganz 6. Wie viel haben wir da? 2, 4, nicht ganz 6. Also es würde jetzt sogar genau passen, so wie ich es da liegen habe. Und von daher brauche ich mir es da jetzt eigentlich nur, klappe ich es mir mal da so nach unten. Und jetzt sehe ich ja genau in dem Bereich, da muss jetzt der Kleber sein. Das heißt, da kann ich mir jetzt schon Kleber auftragen. Dann klappe ich das Teilchen da wieder nach oben, da wo ich es liegen gehabt habe, und kann es ankleben. Und so, glaube ich, ist es am einfachsten, wie man das Kreuz zusammenbringt, ohne dass man da lang messen oder friemeln oder sonst was muss. Das
So kann man das da jetzt schon mal ganz gut antrocknen lassen. Okay, dann gehen wir da zu unserer Kreise. Und bei unserer Kreise, da machen wir jetzt gerade mit einer Lochzange, machen wir uns da eine Öffnung. Ich nehme jetzt da eine Öffnung von, was haben wir da, 1/8 Inch. Und da stand sie mir jetzt gerade in etwa bei der Mitte ein Loch raus. Mal schnell schauen, dass ich mir das irgendwie markieren. So in etwa vielleicht. So ungefähr. So ungefähr da, würde ich sagen. Circa. Ganz so heikel ist es ja nicht. Aber so stimmt es halt so ungefähr. Und dann kann ich mir das da reinschieben und kann mir da schon mal mein Loch rausstanzen, wenn da nichts mehr drinnen ist und ich gut sehe. So, okay, gut. Und durch dieses Loch, das wir uns da rausgestanzt haben, ziehe ich mir jetzt ein bisschen Band. Ich nehme da jetzt ein Stück von dem Band von dem Winterset, also aus dem Winterkatalog, das schimmernde Band. Wie heißt jetzt das gute Ding? Geschenkband Schneeflockentraum. Das ist wirklich schön. Und ich finde durch die vielen Grüntöne, was da drinnen sind, passt das da jetzt gerade total gut dazu. Von daher habe ich mich für das entschieden. Da schneide ich mir gerade so ein Stück ab. Wie viel habe ich denn da, dass sie eine Orientierung haben? In etwa 23 cm. Wobei, kann auch weniger sein. Ich glaube, dass das eher viel genug war. Und das ziehe ich mir jetzt da durch. Und dann werden wir das da hinten gerade mit einem doppelseitigen Klebeband ankleben. Nehmen wir mal gerade links und rechts so ein Stückchen. Braucht es wirklich nicht viel. Und dann schauen Sie, wie weit das da rausreichen soll. Also ich finde ja, dass wenn das zu weit rausgeht, ist gar nicht schön. Ich möchte das wirklich nur so ein Stückchen haben. Von daher werde ich da jetzt eigentlich noch mal ziemlich ein Stück Band wegschneiden. Und da relativiert sich das gleich mit den 23 cm. Da werden wir das jetzt noch gleich abziehen. Dann haben wir da vielleicht ein bisschen eine bessere Angabe, wie viel das man da wirklich braucht. So. Dann kürzen wir das da ein. Und was haben wir jetzt da? Also man braucht sogar nur bei den 13 bis 15 cm, das reicht vollkommen aus. Und jetzt gebe ich da über das Band nochmal ein doppelseitiges Klebeband drüber, weil sich das dann wunderbar auch verbindet nochmal mit dem Untergrund, mit dem Grün. Und außenrum geben wir Dombo drauf, ganz unkompliziert. Aber das doppelseitige Klebeband ist einfach immer total super bei den Bändern. Finde ich halt einmal, also das mag ich sehr, sehr gern, weil das meistens sehr gut hält, wenn man es abgefrimmelt bekommt. So, na dann, Kleber drauf. Der Dombo ist sowieso immer mein Allround-Genie. Und dann platzieren wir das gute Stück. Schaut ein bisschen aus wie ein Schnuller, oder? Wie ein Zuzel. Also bei uns in Tirol heißt ja das Zuzel. Schön, okay, so, dann platzieren wir das da mittig drauf. Drücken das gute Ding mal an. Und schon haben wir da ganz ein wunderschönes Teilchen, mit dem wir das Ding dann da nach oben ziehen können. Perfekt, oder? Schaut doch super aus. Okay, gut. Dann werden wir das Ding da noch reinbauen. Und zwar nehme ich mir jetzt den Teil, das heißt, ich schließe sie mir jetzt alle einmal zu. Und dann setze ich mir den Kreuzteil da drauf, so dass der da in etwa bei allen gleich weit reinsteht, weil dann sollte er eigentlich ziemlich mittig sein. Und wenn er das macht, bei mir wäre das so in etwa da, würde ich mal sagen, so ungefähr. Klar. Ich glaube, das sieht einigermaßen gut aus. Und wenn er das macht,
Dann öffne ich mir gerade mal beim ersten das oberste Kartal sozusagen. Klappe ich mir das mal nach außen. Hätte man eigentlich auch vorher machen können, aber ist gleich. Und dann gebe ich mir da drauf ein Dombo. Und schließe mir dieses da mal zu. Vorsicht, nicht zu viel Dombo, dass es nicht rausdrückt. Man könnte es jetzt auch mit doppelseitigem Klebeband machen, ginge genauso. So, dann halte ich mir es da oben und unten wieder fest, öffne mir das Kartal auf der anderen Seite, also nur den obersten Teil, gell, nur das erste. Die anderen sollen da noch drunter liegen bleiben. Halte mir das da wieder fest und gib mir auf das Kartal, also auf das Kreuz, nicht aufs Kartal, bis in etwa, nicht ganz bis zur Kante, einen Kleber drauf und schließe mir zu. Und jetzt, in dem Moment, kann das eh schon nirgends mehr hin. Also jetzt ist gegenüber, ist es jetzt fixiert. Von daher wunderbar. Jetzt können wir auch da das oberste Kartal links und rechts aufmachen. Können das Ganze nochmal nach unten drücken. Geben jetzt auch da an den Seiten ein bisschen Kleber drauf. Da kann ich es jetzt vielleicht sogar ein bisschen näher mal in die Kamera zeigen. Ich gebe das so ungefähr bis da her drauf. Ich glaube, man sieht das jetzt eh ganz gut. Und dann schließe ich mir auch da einfach die oberste Klappe wieder zu. Drücke es ein bisschen an. Einfach ein paar Sekunden warten, dass der Dombo ein bisschen anziehen kann. Und dann passt das schon perfekt. Und jetzt braucht man als letztes nur noch den Mittelteil, also den Kreis, da drauf noch befestigen. Das heißt, auch da gebe ich mir da in die Mitte wieder einen Kleber drauf. Vielleicht auch da ein bisschen und da. Und dann setze ich mir das drauf. Und jetzt schaue ich gerade noch schnell, wo ich es gern haben möchte. Ich glaube, ich möchte es so haben. In etwa so. Okay. Damit drücken wir auch das nochmal da ein bisschen an. So, dass das da noch sich befestigt. Dann ist die Karte schon fertig. Und so hat man jetzt ganz schnell eine wunderschöne Akkordeonkarte gebastelt, die im Übrigen auch so schon sehr schön steht. Also es schaut wirklich schön aus. Aber wenn man sie in eine Box reingibt natürlich, dann kann man das schön flach nach unten drücken. Und der Beschenkte kann es dann so rausziehen. Wunderbar, oder? Ich finde wunderbar. So eine schöne Karte, total mega. So, dala, alles klar. Teil 1 der Karte wäre jetzt also gemacht, also die Grundkarte selber. Und jetzt widmen wir uns dieser Box. Es war so lustig, weil am Dienstag habe ich noch nicht recht gewusst, ob wir am Donnerstag die Box dazu basteln werden oder nicht. Siehe da. Natürlich, das war gewünscht bei den Mädels und dementsprechend eben haben wir jetzt am Donnerstag die Box gemacht. Und so zeige ich Ihnen jetzt gleich, wie die funktioniert. Und zwar braucht man dazu zwei A4 Scheiben vom passenden Farbkarton. Nummer 1 habe ich mir schon zugeschnitten auf 21 x 21 cm. Und wir werden die jetzt rundherum falzen bei 2,9 cm. Also ganz normal mit dem Papierschneider anlegen auf der rechten Seite bei 2,9. Und so falzen wir uns diesen Bogen Papier einmal rundherum, also auf alle Seiten. Wir machen also eine ganz normale Klappdeckelbox sozusagen, oder nein, Klappdeckel ist eigentlich nicht, Steckdeckel müsste man eigentlich sagen, ist es. Und da falzen wir eben rundherum. Schauen, dass wir das sauber arbeiten, einigermaßen zumindest. Okay. Und als nächsten Schritt werden wir uns jetzt mal alles durchfalzen. Und dann schneiden wir uns die Klebelaschen. Die meisten von Ihnen werden schon wissen, wie so eine Box zu basteln geht. Aber für unsere Neubastler möchte ich es trotzdem einmal schnell zeigen. Und zwar mache ich es immer so, dass ich immer, also die Ecken sind die Klebelaschen, ist klar. Und ich mache es immer so, dass ich immer diese Falzrille wegschneide. Also ich schneide praktisch an der linken Seite von der Falz, so dass diese ganze Falzrille auf dem Klebelaschenteil ist. Und dann schräge ich mir den Klebelaschenteil gerade ein kleines bisschen an. Und zwar auf der rechten und auf der linken Seite.
Und das mache ich deshalb, weil wenn man diese Klebelasche dann mit der Seitenwand verklebt, dann habe ich damit auf jeden Fall gesichert, dass das Papier da nicht drüber aussteht. Also immer die Klebelaschen anschrecken. Und das mache ich jetzt einmal rundherum. So, als nächstes tragen wir jetzt einfach einen Flüssigkleber auf diese Seitenlaschen. Dabei muss man einfach darauf achten, dass der Kleber dünn aufgetragen wird, wohl in die Nähe der Kante oder der Kanten rundherum, aber eben nicht zu viel, dass den Kleber nicht auf der Seite irgendwo rausdrückt. Das so in etwa wäre ganz ideal. Und dann führen wir diese Kanten zusammen, schauen, dass wir da natürlich eine schöne Ecke haben und halten das ein bisschen fest. Und auch das machen wir jetzt einfach rundherum bei alle vier Klebelaschen. So, die vier Seitenteile sind jetzt schön miteinander verklebt. Und damit wir jetzt da diesen Steckdeckel basteln können, empfiehlt es sich immer, wenn man die Box einmal abmisst, dass man einmal die Originalmaße hat. Bei mir sind es jetzt 15,3 mal 15,3. Also ich habe einigermaßen schön gearbeitet heute. Und jetzt möchte ich mit Ihnen gerne rechnen, wie daraus jetzt dieser Steckdeckel sein muss. Und zwar, wenn unsere Grundbox 15,3 mal 15,3 hat, also diese Seite und diese Seite, dann braucht man natürlich wieder die Seitenwände dazu. Und ich möchte jetzt gern, dass die Seitenwände 1,5 cm sind. Also wir haben da jetzt ja 2,9 und ich möchte gern, dass der Steckdeckel so in etwa bis zur Hälfte runtergeht. Das heißt, ich rechne da herüber rundherum die 1,5 cm dazu und wir brauchen natürlich den Mittelteil ein kleines bisschen größer als die Originalbox. Würden wir jetzt nämlich die 15,3 nehmen, dann haben wir genau dieselbe Größe und der Deckel lässt sich nicht drüber stülpen, sondern sitzt genau oben drauf und das wollen wir natürlich nicht haben. Also braucht man die 15,3 plus 1,5 auf der rechten Seite und 1,5 auf der linken Seite. Damit ergibt sich da die Papierlänge plus ein Arbeitsspiel von 1 Millimeter. Ich nehme da wirklich nur 1 Millimeter, weil sie dann einfach total schön draufsteckt. Okay, dann rechnen wir mal zusammen. Das sind 10, 13, 14, bleibt 1. Dann haben wir 7, 8. Das heißt, wir brauchen ein Grundmaß von 18,4 mal 18,4 cm. Und falzen werden wir das Ganze natürlich bei die 1,5, also unser Seitenmaß. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze an und sind wir gespannt, wie gut der Deckel dann drauf passt. Okay, also Falz und Schneidebrett, Arm ausklappen. Dann braucht man den entsprechenden Farbkarton, in meinem Fall das ist jetzt Ferngrün. Und wir schneiden uns das Ganze zu auf 18,4. Mal 18,4. So. Und dann werden wir das Ganze jetzt rundherum bei 1,5 cm falzen. Alles klar. So, bevor wir jetzt den Deckel zusammenkleben, werden wir uns schon mit unseren Aufleger drauf arbeiten. Also ich möchte ja gerne, dass da so ein bisschen ein Papier drauf ist, dass das schön ausschaut und habe mich dafür entschieden für Flüsterweiß. Also ich habe mir einen Flüsterweiß-Aufleger zugeschnitten. Der hat in meinem Fall jetzt, ich glaube, 14 x 14 cm, genau. Den werde ich mir da drauf geben, damit habe ich einen schönen farbengrünen Rand rundherum und 13x13 habe ich mir das Designerpapier zugeschnitten und so werde ich mir das jetzt da draufkleben und das passt dann ganz, ganz wunderschön zu meiner Karte dazu, weil wir auch da dieses Dreierspiel haben aus farbengrün, flüsterweiß und Designerpapier.
Also wir sind da ganz stilgerecht. Und das klebe ich jetzt einfach mit Tombow da oben drauf und dann werden wir erst die Kanten oder die Seitenteile vom Deckel drauf, also zusammenkleben. Jetzt klebt es also da ganz wunderbar drauf und ich glaube, man erschließt sich auch ganz klar, warum ich das vorher gemacht habe, weil ich so natürlich noch sehr gut andrücken kann. Wenn der Deckel nämlich erst einmal die Höhe hat und man wird es dann drauf kleben, dann drückt man halt immer gleichzeitig so ein bisschen auf die Seitenkante und das wollte ich gern vermeiden. Okay, dann werden wir jetzt das ganze Ding mal durchknicken und den Deckel zusammenkleben, so wie vorhin die Box auch. So, tada! Die Box ist also zusammengeklebt oder der Deckel vielmehr. Und jetzt werden wir schauen, ob sie auch gut auf die Box drauf passt. Oh, perfekt! Guckt mal, wie wunderschön! Das passt super! Sehr cool! Also, Deckel und Schachtel, also Unterboden und Deckel passen wunderbar perfekt aufeinander. Und jetzt werden wir uns das Etikett da drauf kleben. Und jetzt habe ich vergessen, ich wollte ja eigentlich einen anderen Verschluss machen. Das ist ja wieder typisch. Ich wollte eigentlich das Band da drunter reinkleben, so dass man vorne mit einer Masche verschließen kann. Das hätte super ausgeschaut, aber das habe ich jetzt vor lauter Eifer mit dem Zusammenkleben vergessen. Das heißt, das müssen wir uns jetzt für ein andermal aufbewahren. Liebe Prinzess, an dieser Stelle einen ganz lieben Gruß. Ich habe die Idee super schön gefunden. Wer das gerne sehen möchte, wie das ausschaut mit dieser schönen Schleife drunter, der kann gerne bei mir auf Facebook vorbeischauen und zwar oder reinschauen in unsere Gruppe. Die Gruppe heißt der Wunderwelt aus Papier Club. Also es ist eine öffentliche Gruppe, Sie dürfen da sehr gerne eintreten und auch Ihre Werke präsentieren. Das ist dafür gedacht, für einen kreativen Austausch und eben seine Werke zu präsentieren, die da eben aufgrund dieser Videos von mir gebastelt werden. Ja, und da hat eben die Prinzess diese Variante gezeigt und die ist wunderschön. Wer Lust hat, bitte kommt gern zu uns auf die Facebook-Gruppe. Okay, dann werde ich jetzt diese Variante zeigen, die ich da schon gebastelt habe, aber eben mit dem Teil vom Geburtstagsgruß. Und das habe ich mir gedacht, das geht eigentlich am allereinfachsten mit dem Stemperatus. Und von daher werde ich mir jetzt einen kleinen Teil von einem, also von Flüsterweiß zuschneiden. Und jetzt muss ich gerade mal schnell schauen, was ich da für eine Größe gemacht habe. Ich habe da bei diesem Etikett 4,8 mal, mal gucken, das war so ein Stück Restpapier, mal 8,5. Und genauso werden wir das wieder zuschneiden auf 4,8 mal 8,5. Und dann machen wir uns das schöne Etikett gleich nochmal. 4,8 mal 8,5. Übrigens, alle Maße finden Sie ab heute auf meinem Blog. Das heißt, einfach auf meinen Blog schauen, der ist verlinkt unten in der Infobox, der Blogbeitrag. Und dann haben Sie da automatisch die Maße von der Box und auch von dem, von der Schachtel dazu. Okay, so, jetzt wollen wir uns das also genauer anschauen, wie wir zweifarbig stempeln können und eben einen Teil vom Stempelabdruck auslassen. Und für diesen Zweck habe ich mir eben den Stempel auf meinen Stemperatus geklebt.
und lege mir da jetzt so eine Kunststofffolie rein. Da habe ich einfach aus einem Schnellhefter, das in dieser Größe vom Separatus zugeschnitten, lege mir jetzt die Folie rein, nimm mir eine Stempelfarbe, die ich dann auch verwende, und dann nehme ich jetzt das Farngrün und dann stempel ich mir da, oder fülle ich mir mal meinen Stempel mit der Farbe, schnell den Magneten drauf, damit die Folie nicht verrutscht. Da ist ganz wichtig, dass sie da schön in der Ecke ist. Und dann stempeln wir da einmal auf diese Folie drauf. Und damit wissen wir genau, da geht also unser Spruch jetzt um. So, jetzt werden wir als erstes dieses Kartal da drunter unter diese Folie reinschieben. Und jetzt passen wir uns das Ganze so ein, dass dieses alles Gute da schön drauf sitzt. Einigermaßen gerade natürlich. Mal schauen, wie das am schönsten ausschaut. Ich würde mal sagen, so in die Richtung. Ist jetzt rechts und links sehr schön. Oben haben wir ein bisschen einen Absatz. In dem Fall ist es jetzt ganz gewollt so. Ich klicke es jetzt nur mal fest, damit ich Ihnen das gut zeigen kann. Und zwar schaut es jetzt da komisch aus, weil ich natürlich das, da jetzt viel Absatz und da sitzt so quasi das alles Gute da drauf. Aber wir geben ja das nachträglich raus. Das heißt, der zum Geburtstagsspruch rutscht ja um diesen Teil vom zum nachträglich hinauf. Es wird dann trotzdem ein kleines bisschen weiter herunten sein, ist mir aber, spielt mir keine Rolle. Mir gefällt das so und von daher lasse ich das jetzt so. Jetzt hebe ich eben diese Folie da an, halte mir mein Papier gut fest, nehme mir diesen Magneten runter, setze mir den Magneten da jetzt an der Kante wieder auf, so dass er mir da mein Papier gut hält. Und jetzt kommen die wichtigsten Punkte. Und zwar als allererstes werden wir uns den Stempelabdruck wieder schön reinigen. Das ist jetzt natürlich notwendig, damit wir nicht ungewollte Farbrückstände auf unser Papier haben. Und für das eignet sich einfach dieses Reinigungstuch sehr gut. Also ich sage immer der Chamois dazu, weil es irgendwie der englische Ausdruck, glaube ich, ist Chamois oder so. Zumindest hört man es immer auf die englischsprachigen Videos. Aber es ist unser Reinigungsprofi, glaube ich, heißt er. Und dann tippe ich mir das Ganze einfach noch mit einer Küchenrolle ein bisschen ab, so dass auch wirklich der Stempel nicht mehr nass ist. So, jetzt verwende ich ein Dixo, das nicht sehr gut klebt. Oder Washi-Tape. Washi-Tape ginge auch. Aber ich habe da eben dieses Klebeband von Scotch mit dem blauen Ringal drinnen. Und mit dem werde ich mir jetzt als erstes den Stempel so abkleben, dass dieses nachträglich nicht mehr zu sehen ist. So, das ist jetzt ganz wichtig. Da bitte gut kontrollieren, dass das wirklich da schön unter diesem wenig klebenden Dixo, also Klebeband, verschwindet. Dann nehme ich mir jetzt dieses Farngrün, also den helleren Farbton, und färbe mir oben das alles Gute richtig gut ein. So, und dann kann ich mir jetzt da diesen Klebestreifen runterziehen, das in meinen Separatus setzen und den ersten Teil abstempeln. Gut andrücken. Und schon haben wir das alles Gute ganz, ganz perfekt gestempelt. So, Stempelkissen zu, damit wir uns ja nicht irgendwie was verhauen, anbatzen, wie auch immer. Jetzt lege ich mir meine Folie da wieder drauf, löse mir meinen Magneten ab und nun schiebe ich mir den Farbkarton so weit runter, dass das zum Geburtstag da richtig schön drunter sitzt. Also so, dass mir der Abstand gut gefällt, dass das Ganze da auch schön eingerichtet ist, also nicht irgendwie schräg. Muss man ein bisschen probieren, wie das jetzt am schönsten passt. Ich glaube, ich bin oben auch ganz, ganz leicht schräg, aber es macht nichts. Ich glaube, so war es schön. So werde ich mir das lassen. Und jetzt fixiere ich mir da mein Papier wieder. Jetzt kann dieses Schild wieder weg. Den Stempel müssen wir jetzt natürlich wieder reinigen. Eh klar, weil das alles Gute, wo wir jetzt auf keinen Fall irgendwie nochmal drauf haben. Wieder trocknen. So, und jetzt kommt natürlich Teil 2. Das heißt, jetzt kleben wir das nachträglich natürlich wieder ab und einen Teil von dem alles Gute auch. Und jetzt ist es aber so, dass das nachträglich
Das ist ein bisschen gemein, weil das hat da herunter noch so eine Schlaufe zum M. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Und diese Schlaufe wollen wir natürlich auf gar keinen Fall auf unserem Etikett drauf haben. Das heißt, ich schneide mir da einfach ein Stückchen von dem Gips runter, so von dem Klebeband, und klebe mir das da so drauf. Und damit klebe ich mir jetzt auch diesen letzten Rest von dem nachträglich ab. Kontrolliere nochmal, so ist es jetzt ganz, ganz perfekt. Ich glaube, man kann es gut sehen. Und jetzt kann ich mir da wieder meinen Stempelabdruck einfärben. Das färbe ich jetzt natürlich mit der zweiten Farbe ein. In meinem Fall ist das jetzt Gartengrün. Ich werde mir den Abdruck da schön einfärben, sodass der da richtig schön satt mit Farbe ist. Dann kann ich mir da wieder den Klebestreifen runterziehen, schließen und dann können wir das ganze Ding wieder rüberstempeln. Und so sollten wir jetzt, wenn alles geklappt hat, ja, einen wunderschönen zweifarbigen Stempelabdruck haben und damit ein ganz, ganz schönes Etikett. Schaut das nicht super aus? Ich finde das ganz schön. Sehr, sehr cool. Also wirklich wunderbare Technik. Sehr, sehr einfach. Ein bisschen aufwendiger, natürlich, klar, weil man muss ein bisschen hin und her schieben. Aber mit dem Stemperatus ganz, ganz, ganz wunderbar umzusetzen. Wieder eine Möglichkeit, den Stemperatus so richtig cool einzusetzen. Ja, jetzt werden wir da noch auf das Etikett ein kleines bisschen was draufstempeln. Da habe ich mir diesen Stempel genommen, den ich auch für die Karte innen verwendet habe. Nimm mir nochmal das Farngrün und stempel mir jetzt gerade einen Teil von den Blättern einmal da unten her und einmal da heroben. Perfekt. Und so habe ich jetzt ein richtig nettes Etikett. Ist doch super, oder? Mir gefällt das. Ich finde das richtig schön. Okay, und so werden wir jetzt das gute Ding auf der Schachtel noch platzieren. Das platziere ich mir jetzt da wieder herunten in der rechten Ecke. Und dann werden wir mal die Karte, also die Akkordeonkarte, reinsetzen in die Box. Da mache ich mir jetzt wieder so in etwa denselben Abstand wie beim Designerpapier und beim Flüsterweißstreifen. Ich finde das schick. Schaut doch gut aus, oder? Und jetzt setzen wir uns also unsere Karte da dazu rein. Also man sieht schon, das passt jetzt einfach alles total schön zusammen. Das ist richtig ein stimmiges Bild. Und so setzen wir uns die jetzt in die Box rein. Die passt da ganz, ganz, ganz perfekt. Dann können wir da den Deckel schließen. Und jetzt ist es so, die Akkordeonkarte, die hat dann natürlich ein bisschen einen Druck. Die will wieder ein bisschen auseinandergehen. Das heißt, wenn ich da jetzt nichts drauf tue, dann springt die nach oben. Also die drückt den Deckel auf. Und das wollen wir natürlich nicht und deshalb braucht man eben da irgendeine Art von Verschluss. Man könnte jetzt eine Banderole machen, was auch immer. Aber wir haben uns eben am Donnerstag für eine Bandvariante entschieden und ich finde da das neue Band wunderschön dazu. Und zwar ist das Band aus dem Winter-Mini-Katalog und das heißt Metallic-Netzband. Und ich habe mir das bestellt, weil mir das im Katalog irgendwie gut gefallen hat, aber ich habe mir es viel, viel steifer vorgestellt. Und das ist ein richtig schönes, weiches Band und hat einen unglaublich schönen Charakter. Also das wirkt für mich richtig, richtig hübsch. Und da mache ich mir einen ganz schlichten Knoten. Ich finde, das schaut am schönsten aus. Man könnte jetzt natürlich auch eine Masche machen, aber ich finde das gerade total pfiffig, wenn das da gerade so einen Knoten hat und da so locker wegstehen darf. Das finde ich ganz fesch. Man kann es auch da jetzt noch ein kleines bisschen nach oben schieben. Schaut das nicht super aus? Also ich finde, das schaut total mega aus, oder? Die Masche. Finde ich total schick. Und jetzt werden wir die gerade noch ganz ein kleines bisschen schräg anschneiden. So, dass man sieht, das ist ganz gewollt so. Nicht, dass so jemand meint, man hätte da was vergessen. Das ist ganz bewusst so gemacht. Und wir setzen natürlich noch ein paar Glitzes. Ist ja logisch, ohne Glitzer, ihr wisst ja, geht bei mir überhaupt gar nichts. So ein bisschen Glitzer muss immer sein. Und da setze ich mir jetzt gerade da so ein bisschen Glitzer her. Und da herunten. Finde ich jetzt gerade schick. Da setzen wir vielleicht noch zwei, drei kleine dazu.
Mir gefällt das. Ich finde das ganz hübsch. Einen kleinen nur daher. Und ich denke, das reicht mir dann auch. So glaube ich, finde ich das ganz schick. Ja, das war also die Box zu dieser Karte. Da haben wir jetzt Variante 1. Da haben wir Variante 2. Bei der Variante habe ich jetzt da beim Deckel noch ein Band herumgezogen. Da sieht man es jetzt einmal ohne Band. Ist auch schick. Da haben wir die Steinchen so über die Kante gezogen. Ist auch einmal vielleicht eine nette Idee. Also Sie sehen schon, Sie können sich da wieder austoben. Ganz wie Sie lustig sind. Schön, ihr Lieben. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen und die Idee von dem 2 in 1. 2 in 1 ist immer ganz schwierig für mich. Ja, und wenn ja, dann bitte schenken Sie mir einen Daumen hoch. Schreiben Sie mir gerne drunter in die Kommentare, wie Ihnen diese Variante vom Samstagsvideo gefällt. Und vor allem besucht sie mir auf Facebook. Also kommt in die Gruppe, ich würde mich riesig freuen. Und ja, in dem Fall wünsche ich dir ein ganz schönes Wochenende. Viel Spaß beim Nachbasteln. Und tschüss, Baba, bis zum nächsten Mal.